Herzlich willkommen zurück zu Sim Airport. So, wir versuchen jetzt mal hier so ein mittleres, also ein großes Gate zum Laufen zu kriegen. War da eben ein Gar? Warum? Dauert aber auch immer ewig. Ich glaube, wir können uns das auch mal leisten, hier nochmal so zwei Bauarbeiter einzustellen. Das ist ja Wahnsinn. Es wird ja nie fertig so. Wieso kriegen die ihre Flüge nicht? Zum Teil zum Café zu lange Laufzeit oder was? Das müssen die dann aber schon selber einplanen. Das ist dann nicht mein Problem. Wenn sie es nicht schaffen, da rechtzeitig mit ihrem Essen fertig zu werden. Oh, das dauert und dauert und dauert und dauert. Und das Schöne ist, fürs Gepäcksystem müssen wir dann auch fast den kompletten Flughafen untertunneln. Also, ne, den Keller dann nochmal mit Fundament versehen. Deswegen ist das auch so schweineteuer. Also nicht alles, sondern halt nur da, wo das Gepäck lang fliegen soll, aber, ne. Muss man erstmal hinkommen. Kann man auch eigentlich auf Nummer 3? Ja, 3 Stockwerke. Also es geht von minus 2 bis plus 3. Ja. Ach, die Bauarbeiter kommen wahrscheinlich erst morgen. Na super, da brauchen wir sie erstmal nicht. Aber gut, der Flughafen wird ja größer, wir haben immer mehr Baustellen offen. Dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich funktioniert. Dann brauchen wir hier wieder unseren Gate-Schalter. Dann brauchen wir eine... Was mache ich denn hier? Ich versuche immer mit Tab das hier aufzumachen oder Escape und das funktioniert nicht. Das tut mir leid. So viele Spiele, die immer irgendwie... das war nicht gut. Vor allem, Leute, wir brauchen erstmal eine Rolltreppe nach unten. Ich denke mal, die kommt... Ich weiß gar nicht. Gut, hier ist ja eigentlich schlecht, ne? Hier wäre ganz gut, wenn das geht. Sector not accessible. Was heißt das? Ach so, wir brauchen auch noch eine nach unten. Ja. Also, rolling, rolling, rolling. Wäre in diese Richtung hier ganz schick. Machen wir die dahin. Ah, nach oben, Menschenskind aus. Abbrechen. Abbrechen. Ich krieg das noch hin. Mal Treppe nach oben. Wieso geht das jetzt hier nicht? Ach so. Dahin. Ah, wobei andersrum wäre es besser. Andersrum wäre es besser. Warte mal, wir machen hier die nochmal weg. Den einmal bitte demontieren. Immer noch nicht mit Escape zu öffnen, das Baumenü. So, machen wir es von hier aus. Dann machen wir nämlich hier die Rolltreppe nach oben. Und hier irgendwo. Die Rolltreppe nach unten hin. Dann können wir nämlich hier raus. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Dann brauchen wir die Tür. Die große Schiebetür. Dahin. Dann Gate-Schalter. Kommt. Das ist kein Gate-Schalter. Die kommen von da, dann können wir den... Das ist eigentlich unabhängig davon. Der kommt mal dahin.
So, jetzt brauchen wir dann noch den Check-in-Schalter, genau, den zuordnen zu B2. Ist es ein zugewiesener Check-in-Schalter? Hä? Die Tickethalle? Oder habe ich jetzt einfach nicht lang genug gewartet? Nee, so funktioniert es tatsächlich. Cool. So, dann machen wir hier oben die Bänke wieder hin. So, dann haben wir nämlich hier, dann kann man hier tatsächlich in Ruhe warten. Sehr schön. So. So. Das passt ja echt gut. Dann machen wir hier noch eine Infotafel hin. Ruhig in groß. Und dann nochmal eine kleine hier. Dann machen wir hier noch dekorative. Ne, das geht nicht. Ha, die ist ein bisschen groß. Brauchen wir eher kleine Sachen hier unten. So. Dann ist hier eigentlich auch gar kein Platz mehr für eine Warteschlange, ne? Hier unten können wir eine machen. Ich habe es sogar richtig rumgemacht, das bitte ich zu berücksichtigen. So. Zuordnen zu dem. Und jetzt haben wir hier ein schönes funktionierendes Gate. Jetzt machen wir hier natürlich auch noch die Fenster. So. Dann hat man hier sogar ein bisschen Aussicht. Ach ja, Boden. Boden brauchen wir ja auch noch. Was machen wir hier? Da musste ich gerade mal ein bisschen gucken, aber es sieht nicht aus wie Hakenkreuze, deswegen können wir es, glaube ich, nehmen. Bei Rolltreppen geht das auch, okay. Bin ich mal gespannt. Und wie das gleich aussieht. Nicht, dass ich hier noch irgendwelche Probleme kriege. Schön, wie sich Leute einfach da oben reinsetzen, obwohl dieses Gate eigentlich ja noch geschlossen ist. Nein, das sieht nicht aus wie Hakenkreuze. Sehr gut. Okay, das kann man benutzen. War mir da eben nicht so sicher. Dann könnte man ja fast überlegen, hier noch eine Verbindung zu machen. Dass die Leute nicht runter müssen, um rauszukommen. Dann bräuchte man auch diese Rolltreppe nicht. Dann könnte man hier quasi einen Ausgang einbauen. Oh, das fände ich irgendwie... Das fände ich irgendwie charmant. Müssten wir den 3 breit machen. Bis da. Dann bis... Ruhig bis hier ran. 3 breit. Hoch. Da, ne? Ja. Dann können wir nämlich die Rolltreppe wegmachen, dann kommt hier so ein Ausgangsding hin und dann können die einfach, wenn sie hier rausgehen, gleich hier zack da raus und dann müssen sie gar nicht mehr nach unten gehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Rolltreppe hier ist ein bisschen hässlich, aber was will man machen? Könnte auch als einzige Rolltreppe ausreichen. Dann können wir jetzt tatsächlich Flüge noch buchen. L. Ja, wird mir hier nicht angezeigt, warum auch immer. So, wir brauchen erstmal welche für morgens, vormittags. Was haben wir denn hier? Haben wir 3 bei KLM. SXL. S, ja. Herzlichen Dank. Ich glaube, da müssen wir erstmal gucken, was wir kriegen können.
Oder gibt es wirklich keine L-Flüge? Das wäre ja schon irgendwie blöd. Da ist ein L-Flug. Ach, wir brauchen noch eine Start-Landebahn von mindestens 150 Meter Länge. Das wird jetzt lustig. Dann machen wir Folgendes. Das hier... Da kann ich das machen? Start-Landebahn. Das hier wird dann erstmal dicht gemacht. Die 09L27R. Genau, die hier. Ist derzeit inaktiv. Dann können wir hier jetzt nämlich... Das wird jetzt ganz spaßig. Löschen. Abreißen. Das wird abgerissen. Das wird abgerissen. Und das könnte vielleicht reichen. So, mal gucken, ob wir damit klarkommen. Aber wir müssen die beiden halt erweitern auf 150 Meter Länge. Ansonsten wird es nämlich nichts. Sollte aber kein Problem sein. Okay, dann brauchen wir als nächstes... Na gut, das reißen sie ab. Wir haben den Asphalt... 100, 110, 20. Durch Zaun oder Wand in der Nähe blockiert. Oh. Wieso? Einreißen. Nee, löschen. Einreißen. Einreißen. Und den Zaun werden wir hier auch mal weiter runternehmen. So, das noch weg. Jetzt ist der wahrscheinlich in der Nähe im Weg. Hoffe ich mal, dass es das ist. Ja. 30, 140, 150. Geht natürlich nicht. Dann müssen wir hier erstmal Zaun wieder bauen. Ist ja auch blöd, dass sie den mitten drauf setzen. Nur den werde ich jetzt definitiv nicht einreißen. Nein. So, dann machen wir den Zaun, würde ich sagen, gleich komplett hier runter. Das kostet ja nicht so viel. Und wenn der dann soweit ist, dann können wir hier erweitern. Und ich finde es immer noch schade, dass man nicht nach Süden erweitern kann, was ich sehr gerne gemacht hätte. Ja. Da muss ich echt gucken, wie wir das dann machen, weil hier kriegen wir halt auch nichts weiter gebaut. Da muss der Turm wahrscheinlich weichen und dann können wir hier irgendwie erweitern. Müssen die Büros wahrscheinlich auch, müssen auch alle umgewandelt werden. Also das komplette Flughafen-Setup muss geändert werden. Weil hierfür, man kann ja leider nicht drüber wegbauen. Das ist echt schade. Oh, schon fertig. Dann kann... Ah ne, einreißen. Dieser Zaun komplett weg. Der muss einmal weg. Wieso ist denn pausiert? So macht Sinn. Ja doch, ich habe pausiert. Ja, ja, alles gut. Alles weg, alles weg, alles weg. Wunderbar. Dann können wir jetzt vielleicht... Ich weiß halt wirklich nicht, was der Unterschied hier zwischen Asphalt und Beton ist, außer der optischen Länge. 150. Jawohl. Sehr schön.
Und der Zaun hier kann auch eigentlich mal weg. Löschen. Einreißen. Alles runter. Zack, weg damit. Tschüss. Und der nächste kommt. Aber man hätte jetzt auch die Rollwege eigentlich in die Richtung schieben können, oder? Hätte das gepasst? Ich würde mich interessieren. 120, nein. Hätte nicht gereicht. Das geht noch nicht. Das ist vielleicht was für später. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich hier das Spiel spielen werde. Aber noch macht mir auf jeden Fall. Noch macht es mir auf jeden Fall Spaß, noch immer genug zu tun. Oh doch, sie bauen. Und zwar überall. Sollte ja meinen, dass sie eigentlich nur hier bauen müssten. Wobei, sie müssen ja auch die Markierung ein bisschen ändern. Dann geht das wohl. Dann geht das wohl in Ordnung. Ich frage mich auch, was die... Ach, 09L für 09 links, 09 rechts. Ah, und das hier ist auch rechts und links. Alles klar. Das macht ja sogar Sinn. Okay, wir sind fertig. Dann jetzt den Rollweg. Durch Straße blockiert. Ich möchte doch hier den... Ah ja. So. Und so. Dann haben wir den. Das hier ist auch nicht wirklich hübsch. Spricht dann vielleicht auch dafür, das Ganze mal zu ändern. Oh, warte mal. Wir machen das anders. Wir machen den hier runter. Dann haben wir nämlich hier schon mal wieder ein bisschen Platz. Aha. Projekt. Abbrechen, 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 abbrechen. Dann haben wir das nämlich hier schon mal so, wie wir es wollen. Haha. Nämlich hier mehr Platz. Dann können wir doch noch in die Richtung weiter erweitern. Wie wir das denn hier mit Security und allem Pipapo machen, weiß ich auch noch nicht. Der musste warten. Genau. Das passiert dann ja auch bald nicht mehr. Läuft der Betrieb denn? Alles im grünen Bereich. Wunderbar. Kaffee. Ja, jetzt haben wir hier eine ganz gute Grenze, glaube ich, erreicht. Man braucht dann als nächstes vielleicht tatsächlich noch einen weiteren Schalter. Dass die so krumm und schief stehen, finde ich eigentlich sogar recht charmant. Könnte natürlich hier auch noch eine Warteschlange dann anbringen. Dann ist alles ein bisschen geordneter. Da der, ach, der nervt. Ist genervt, weil er jetzt am Flughafen zum Flugzeug muss und nichts mehr zu essen kriegt. Da wäre ein weiterer vielleicht doch ganz gut. So, hier wird gebaut. Fangen sie mittendrin irgendwo an. Warum auch nicht. Aber das geht recht fix. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir hier noch einen weiteren eingestellt haben. Entspanntes Arbeiten sieht sicherlich auch anders aus, wenn die ganze Zeit irgendwelche Flugzeuge über den Kopf rüberfliegen. So, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn wir die gleich in Betrieb nehmen, dann müssen die entweder hier runter, das ist okay. Oder wenn sie Pech haben, dann müssen sie halt erstmal hier außen rumfahren. Wobei, das wird auf Dauer ähnlich sein. Ja, und das wird so sein. Die müssen dann jetzt etwas weitere Wege fahren. Aber ich denke mal, das sollte nicht so schlimm sein. 750.000, Wahnsinn für das Stück. Bisschen hier oben. Also das kostet schon einiges. Gut. Dann. Flugmanagement nicht. Betrieb. Die wird aufgemacht, die wird dicht gemacht. Dann können wir hier wieder abreißen. Genau, der wird abgerissen.
Jetzt fängt es an zu regnen. Dann Asphalt. Ach ja, so. 150. Ja, die müssen jetzt hier ganz unten rumfahren, aber wenn wir hier später dann das Gebäude machen. Ach so, da muss ich aber auch hier lang weiterführen, den Weg. Sonst kommen die da nicht hin. Ja gut, ist auch ein kürzerer Weg. Sieht zwar blöd aus, aber ist auch der kürzere Weg. Können wir hier vielleicht auch schon mal in Auftrag geben. Haha, geht gar nicht. Dann halt so. Dann können wir diesen Bereich wegmachen. Dann können wir hier noch ein Stück weiter bauen. Das Problem ist nur, wir kriegen hier oben keine Gates mehr ran. Und unten kriegen wir schon, würden wir schon noch welche rankriegen. Da hätte man am Anfang ein bisschen anders bauen müssen. Ich glaube, da kann man jetzt nur noch mit Flickenteppich ein bisschen rangehen. Versuchen, das Ganze noch so ein bisschen zu retten. Okay, dann das heißt, wir können... Aber lustig, dass es hier am Anfang ging. Löschen, einreißen, einreißen. Das kann dann weg. Oh, und hier oben ist auch schon fertig. Sehr schön. Betrieb. Müssen wir mal gucken, was macht denn Sinn? Ich glaube, es ist völlig egal. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn das hier für die Abflüge wäre. Wenn sie hier ankommen. Müssen sie hier rum. Das ist eigentlich egal. Dann soll unten Ankunft sein und oben Abflug. R ist unten. Unten sollen sie ankommen, hatte ich gesagt. Und oben sollen sie abfliegen. Dann können wir jetzt aber hier reingehen und mal gucken, ob wir hier irgendwelche L-Flüge haben. S. L für abends. Wie viele Flüge können wir denn so annehmen? Pro Stück 2 bis 3. S. S. L. 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 Also ein für AM können wir, glaube ich, noch. Sortieren wir hier mal eben. So, wir haben 2 orangene und 2 rote. Das heißt, wir können einen orangenen oder einen roten noch annehmen. Das ist dann der orangene. Und jetzt brauchen wir noch gelbe. 2 Stück erstmal. Ja, das sind doch erstmal 2. So, dann haben wir hier... Ach, ich wollte doch... konnte ich jetzt nicht so davon aus, nicht so berücksichtigen. So, fangen wir ruhig hier morgens an. Also, wir haben ja nur eine Start- und Landebahn. Das wird ja... Geht ja schon Schlag auf Schlag. Da braucht man dann vielleicht doch noch bald eine zweite. Habe ich nur jetzt einen gelben? Ne, hier habe ich doch noch einen. So, die müssen pünktlich starten. Den können wir vielleicht noch nach da schieben. Dann den hier rein. Oh, wir sind ja schon bei fast 25 Minuten, aber das machen wir jetzt eben noch fertig. Dann den hier rein. Ja, sind jetzt leider alles keine echten Flieger, sag ich mal. Keine echten. Aber das macht, glaube ich, jetzt auch nicht so viel. So. Ja, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 L-Maschinen. Mal gucken, ob das unser Flughafen hinkriegt. Ob er das hinkriegt, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.